So, moin moin und herzlich willkommen zum heutigen Donnerstag. Ihr seht's rechts, wir werden heute das Wattfabrikrennen mitfahren. Das wird ein Punkterennen werden. Dazu habe ich mich kurzfristig entschlossen, um einfach mal wieder ins Zwift reinzukommen, da ich mich zur ZRL angemeldet habe, was am 10.9. glaube ich beginnt. Sprich, da haben wir jetzt noch gute 2 Wochen. Und ich muss zugeben, ich war schon etwas länger nicht mehr hier und auch überhaupt nicht mehr regelmäßig hier. Es hat sich vieles verändert. Viele neue Karten. Auch die heutige Karte ist mir neu, obwohl es sie glaube ich schon ein paar Tage gibt. Bin ich auch noch nie gefahren. Gut, schauen wir uns das einfach mal an. Ich glaube, ihr seht es noch nicht. Ich bin wieder schlecht vorbereitet. Jetzt muss ich tatsächlich gerade überlegen. So, sorry, nichts vorbereitet und ich musste wirklich gerade überlegen, wie das nochmal funktionierte. Gut, also wir sehen es hier. Einmal das Wattfabrikrennen. Das ist, wie es hier steht, ein Punkterennen. Beginnt jetzt um 18.25 Uhr. 31 Kilometer, eine Runde und die Karte heißt Itza Climb Finish. Relativ flach. Bis Kilometer 24 und danach sind 2 Koms. Wir sehen das auch hier nochmal. Wir haben insgesamt 4 Sprints. 1, 2, 3, 4. Und eine Bergwertung. Wann die kommen? Keine Ahnung. Ich kenne die Karte noch nicht. Wir werden sehen. Wir lassen uns einfach überraschen. Dann schauen wir uns einmal die Karte an. Wir starten quasi im Norden, fahren dann einmal um Uhrzeigersinn hier entlang. Hier ist Sprint Nummer 1, 2, 3, 4, erster kommen und dann wird hier irgendwo das Ziel sein. Also wir fahren den zweiten nicht komplett. Und hier haben wir das nochmal. Also irgendwo bei Kilometer 10 werden wir beginnen. Ich muss einmal gucken. 5 Minuten haben wir auch. Gut, können wir noch ein bisschen reden. Also bei Kilometer 10 haben wir den ersten Sprint, bei Kilometer 15 den zweiten. Ja, den dritten, was ist das? 15, ja, 20, 22 da irgendwo in den Dreh. 25, ja, 26 vielleicht. So in dem Dreh wird das ablaufen. Wir lassen uns da mal überraschen, wir gucken uns das einfach mal an. Gut. So. Ich darf gleich nicht vergessen, es läuft ja immer irgendwas schief, die Musik gleich nicht ein bisschen lauter zu machen. So. So, wir haben uns hier einmal angemeldet. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Fahrer drin habe. Das müssen wir natürlich auch noch auswählen. Da würde ich das Tron-Bike nehmen. Ich sehe gerade, dass ich gar keine Musik abgespielt habe. Auch schlau. Naja, alle Anfänge schwer. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch up-to-date ist, dass das Tronbike ein guter Allrounder ist. Ich nehme das jetzt einfach mal. Wir haben 4 Anmeldungen B. Wir haben noch 3 Minuten, dann können wir doch nochmal rüberspringen.
hab's gleich, kleinen Moment. Zack. So, hier wollte ich einmal hin. Michael, der Frater, hat sich noch angemeldet. Von der Wattfabrik. Sonst ist hier noch keiner zu sehen. Okay. Aber 5 Leute sollen hier sein. Wir schauen mal. Gut, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten, noch einen Schluck trinken, Musik auf meine Ohren legen. Ich werde euch auch ein bisschen Musik auf die Ohren legen. Und ja, dann genießt die Runde, viel Spaß. Und wir hören uns vielleicht mal zwischendurch, je nachdem wie anstrengend es wird. Oder halt dann erst zum Schluss. Wir gucken. Bis später.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So, wir sehen, alle drei sind willig, haben nochmal angezogen, sind hinterher. Jetzt heißt es aber für mich, wir haben jetzt Kilometer 6, muss mich nochmal ein Stück weit regenerieren
Denn bei Kilometer 10 haben wir ja gesagt, ist der erste Sprint, den wir hoffentlich gewinnen. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
into the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.
We'll be right back.
Ja, ich unterhalte mich ja gerade mit Micha. Wir schreiben gerade hin und her. Wir wollten erst die Sprints ein bisschen abwechseln. Ja, hat nicht ganz so gut geklappt. Den ersten Sprint hatte ich ja geholt. Beim zweiten wollte ich ihn gewinnen lassen. Aber er hat irgendwie rausgenommen. Dann habe ich komplett nochmal aufgehört zu treten, damit er wieder rankommt. Aber dann bin ich leider durchs Ziel gerollt. Obwohl er eigentlich als Erster durchs Ziel fahren sollte. Naja, dann hatten wir als nächstes versucht, ihn abzuschütteln. Sind dann zu zweit weggefahren. Aber er ist doch wieder rangekommen. Ja, und jetzt hat mir nochmal geschrieben, der Sprint in ca. Kilometer 20,7 ist. Damit wir beide wissen, wann es losgeht.
We'll be right back.
Das hat doch ganz gut geklappt. Nichtsdestotrotz, ihr hattet gesehen, ich glaube im Durchschnitt waren es 3,5 Watt pro Kilogramm. Das hat sich auf jeden Fall nach mehr angefühlt. Ich hätte jetzt mit eigentlich so 3,7, 3,8 gerechnet. Aber so kann man sich täuschen. Bin ich wohl doch nicht so fit, wie ich dachte. Aber wir haben ja noch 2 Wochen, um das noch aufzuholen. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Runde. Auch Michael hat noch gut mitgezogen. Hat dann am Berg ein bisschen rausgenommen. Aber er hat auch viel vorher gearbeitet. Und hat bei den Sprints auch nochmal alles gegeben. Da konnten wir als Team der Wattfabrik auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln. Und die Kategorie B auf jeden Fall für uns entscheiden. Gut. Dann war es das von mir. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Zeit ein bisschen öfter. Ich werde noch 1-2 Rennen fahren, zu gucken, wie ich stehe bis zum 10.09. Und dann werdet ihr mich bei den Ligarennen sehen. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao und bis bald.